Die NÖTV Techniktipps widmet Ihnen Rüder, der Spezialist für multifunktionelle Leichtbauhallen, für Event, Industrie und Sport. Herzlich willkommen beim UTC Stockerauer. Mein Name ist Christian Kohl. Ich bin Jugendreferent vom Niederösterreichischen Tennisverband und habe jetzt die Aufgabe und die Ehre, euch die Vorhand ein bisschen näher zu bringen. Vorhand ist ja ein Schlag, wo jeder glaubt, den kann er, und das ist die große Stärke. Ein paar wesentliche Punkte. Vielleicht kann ich euch die erklären, beginnend mit dem Treffpunkt. Dann ist natürlich klar, welchen Griff ich nehmen muss, damit ich einen guten Treffpunkt spielen kann. Wie kriege ich möglichst viel Energie auf den Ball und verliere dabei nicht die Kontrolle. Diese Punkte werden wir versuchen, euch heute da ein bisschen näher zu bringen, und ich hoffe, ihr könnt davon profitieren. Unterstützen wird mich bei der Vorhand, bei der Demonstration der Lukas Steindl, ein Schützling von mir, und mit dem werden wir ein paar Übungen machen, die für euch vielleicht relevant sind. Vorhandgriff, da gibt es natürlich mehrere Varianten, vom sogenannten Eastern-Vorhandgriff zum Western-Vorhandgriff. Der Eastern-Vorhandgriff ist der sogenannte neutralere Griff, ist natürlich der Treffpunkt ganz weit vorne nicht möglich. Ich schlage einmal vor, wir schauen uns jetzt einmal den Western-Vorhandgriff an. Die einfachste Methode: wir stellen uns in einer Grätsche hin, legen einmal den Schläger zwischen die Beine, der Griff schaut zu uns, und dann heben wir mit unserer Schlaghand am Griffende den Schläger hoch, und so haben wir dann einmal den Western-Griff in der Hand. Ja? Eastern-Griff wäre jetzt, dass man nach zur Mitte rutscht. Das ist der sogenannte neutralere Griff. Wir nehmen aber jetzt einmal den Western-Griff. Ich würde den auch jedem empfehlen, weil der Treffpunkt mit dem Western-Griff viel, viel weiter vor dem Körper zu treffen ist und man so viel mehr Kraftübertragung auf den Ball vom Schläger zusammenbringt, wie wenn man jetzt einen Eastern-Vorhandgriff hätte und muss den weiter hinten treffen. Weil im Treffpunkt natürlich sollte der Schläger auf alle Fälle senkrecht stehen, wenn nicht sogar ganz leicht verdeckt. Ja? Deswegen nehmen wir jetzt einmal den Western-Vorhandgriff, und du zeigst mir gleich einmal den Treffpunkt, indem du ganz weit nach vorne deinen Arm streckst, ja, sodass jetzt das Handgelenk wirklich hinterm Griff ist. Der Ellbogen ist fast gestreckt, wenn man es zusammenbringt, auch ganz gestreckt. Und jetzt drückst du einmal da fest gegen meine Hand, und jetzt kriegen wir richtig viel Druck zusammen. Im Vergleich zum Eastern-Vorhandgriff, wo ich natürlich den Treffpunkt da ganz vorne nicht mehr nehmen kann, sondern zur Seite, und jetzt drücke ich mal fest dagegen, und das ist wesentlich weniger. Deswegen empfehle ich da wirklich den Western-Vorhandgriff, dass wir da hervorne dann wirklich ganz, ganz viel Kraft am Ball bringen, und ich kann das fast gar nicht mehr da halten. Ein wesentlicher Punkt ist natürlich, wie schwingt der Schläger zum Treffpunkt, und dazu haben wir eine ganz einfache Übung mit einem leichten Medizinball, das wir ganz kurz demonstrieren. Der Luke kriegt den Ball, hat den beidarmig mit beiden Händen in der Hand, macht ein, zwei Schritte zu mir, wirft den Ball und kommt so zum Treffpunkt, da lässt er aus und schwingt ungefähr so, dass der Ball auf meinen Kopf zusteuert. Ja, und dort, wo er jetzt die Arme gestreckt hat, in der Position wäre es ideal, wenn wir da einen Treffpunkt hätten. Bleib nochmal in der Position, wo du jetzt den Ball auslassen hast, weil da hat der Ball die größte Geschwindigkeit, da lassen wir ihn aus. Und da hätten wir jetzt diesen Treffpunkt, den wir vorher schon bei der Grifferklärung gesehen haben. Und das versuchen wir jetzt mit dem Störfaktor Schläger und Ball in der Praxis. Also da haben wir jetzt die Vorbereitung zum Schwung, das ist das sogenannte Ausholen. Idealerweise macht man da eine leichte Schleife, der Schläger beschreibt dann sozusagen einen Sechser. Als kleine Hilfestellung geht man einfach ein bisschen hinter dem Spieler, hebt eine Stange so ungefähr über Hüfthöhe, und der Spieler hat die Aufgabe, beim Ausholen den Schläger drüber zu heben und beim Schwingen dann den Schläger unter die Stange durchzulassen. Somit nehmen wir viel Schwung mit und kriegt dann wirklich eine hohe Endgeschwindigkeit vom Schläger, wenn er den Ball trifft. Oberkörper dreht sich zur Seite, linke Hand bleibt ein bisschen am Schläger, somit ist die Schulterachse gleich einmal seitlich verwunden. Und so können wir dann auch zum Schlag nach vorne drehen und kriegen sehr, sehr viel Energie auf den Ball drauf. Passt perfekt. Ein wesentlicher Punkt ist der Ausschwung. Der Lucke geht jetzt einmal in den Treffpunkt. Jetzt kommt der Schläger nur nach vorne oben, dass die Schlägerspitze rüber zeigt. Erst jetzt winkelt der Ellbogen ab. Linke Hand fängt am Schlägerherz auf. Ellbogen zeigt dann in die Schlagrichtung. Faust zeigt nach links auf unseren Nebenplatz, und Schlagfläche steht annähernd senkrecht. So sollte es immer ausschauen, wenn der Schlag fertig ist. Rechte Schulter kann sogar ein bisschen weiter hervorne sein wie die linke, weil dann wieder mehr Kraftübertragung am Ball passiert. Ja, sehr sauber ausgeschwungen.
Zum Thema Beinarbeit will ich euch nur zwei Varianten zeigen, die geschlossene Stellung und die offene Stellung. Die geschlossene Stellung spielen wir ungefähr in der Mitte des Platzes. Jetzt bei der Vorhand, ungefähr bis zur Hälfte von der Vorhandseite, spielst du jetzt bitte geschlossene Stellung. Immer wenn du weiter rauslaufen musst, machst du dann offene Stellung. Jetzt laufen wir raus, offene Stellung und wieder zurück zur Mitte. Wenn wir jetzt genau schauen, wichtig ist, mach nur weiter, einmal geschlossen und das nächste Mal offen, dass die linke Hüfte trotzdem immer ein bisschen näher beim Netz ist als die rechte Hüfte, weil wir sonst zu einem Überdrehen kommen. Und dann geht der Ball halt leider Gottes irgendwo hin, weil der Lukas dann eher ein Mixer ist und kein gutes Vorhand mehr spielt, sondern der geht dann irgendwo hin. Ja, offene Stellung und zurück zur Mitte. Gewicht ist immer auf den Fußballen. Genau. Immer ausnutzen, alles was in der Mitte ist. Wie wir jetzt sehen, kommt eine Vorwärtsbewegung zustande bei der geschlossenen Stellung, bei der offenen Stellung. Müssen wir jetzt schauen, dass wir den Ball erwischen und so gut wie möglich noch zurückspielen können. Offene Stellung. Sehr gut. Geschlossen. Genau. Geschlossen. Zum Ball, zum Ball. Noch einmal runter. Danke. Danke fürs Üben. Danke. Das waren jetzt ein paar Keypoints für die Vorhand. Ich hoffe, es bringt euch was. Ihr könnt das eine oder andere umsetzen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Üben und Anwenden dann auch in der Meisterschaft oder bei Turnieren, das ihr spielen werdet.